Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Dieses Mal nicht Clash of Clans, dieses Mal Quiz Duell. Mir ist ein bisschen langweilig, ich habe einfach mal, runtergeladen und ja, fangen wir gleich mal an. Wir haben hier ein Spiel offen gegen ein neues Spiel, gegen BVB Fanboy und haben die Kategorie Comics. Wie heißt Batmans geheime Höhle? Jawohl, das hat eine richtige Lösung, ist Batcave. So, wie heißt der fiktive Geheimdienst aus den Marvel Comics? Shield. Das ist auch richtig und das hat der andere auch richtig. So, für welche Zeichentrickserie sang Frank Zander den deutschen Titelsong? Teenage Mutant Ninja Turtles, das hat eine richtig. Setzt er auf die Schlümpfe? Tja, falsch. Auf jeden Fall haben wir 3 Comics gesammelt. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja, 3-2 Führung. So. Kategorie, nehmen wir mal Computerspiele. Wie lange hast du Zeit, um diese Frage zu beantworten? 25 Sekunden. Nein, 20. Das hätte ich ja wissen müssen. Für welche Spielkonsole kann man eine Munitions Plus kaufen? GameCube. Wie? Für die Wii? Oh, hab ich auch nicht gewusst. So, welches Unternehmen entwickelte und veröffentlichte das Spiel der Länder? Okay, das habe ich auch nicht gewusst. 3 falsche in der Kategorie. Computerspiele, mal sehen, wie BVB Fanboy spielt. So, natürlich ist es blöd mit dem Wartezeit. Hier gegen Fressmason 4-9 hinten. Freemason meinte ich natürlich. 4-0 hinten, also da hat man eigentlich auch nicht mehr so eine große Chance, außer er gibt noch auf. Frehele-Fehle, ja, das ist auch noch machbar. Gegen Nihun 03, ja, da führen wir 2-0 und gegen BVB Fanboy könnte das auch noch was werden. Ich schreibe ihm mal kurz Sakai zu YouTube. Ja. Lassen wir ihn mal Hi sagen. Ja. So. Ein Bild, ja, das juckt mich jetzt im geringsten nicht. Ist auf WhatsApp hin und her geschrieben. So, wir starten mal ein neues Spiel, damit es hier auch beliebiger Spieler. So, wir warten auf Rena Leertaste 1245. Dann starten wir noch ein neues Spiel. Vielleicht spielt ja gleich wieder jemand. Und also beliebige Spieler. So, da dürfen wir jetzt als erstes ran. Also. Dann mal schauen. Ja, wir nehmen gleich Sport und Freizeit. Da bin ich gut. Bei welcher dieser NHL-Clubs spielt der Eishockey? Jawohl, das haben wir richtig. Welcher deutsche Fußballverein schaffte es als erstes, das sogenannte Triple zu holen? Schalke. FC Bayern. Ja, ich war mir da nicht ganz sicher. In welcher Reihenfolge wurde ich schwimmen? Tippen wir einfach mal irgendwas an. Da hatte ich jetzt nämlich keine Ahnung. Fanboy hat gespielt. So, also. Ja. Ist etwas blöd. So, schauen wir mal. Oh, BVB Fanboy hatte auch alles falsch. Okay. So. Also, rund um die Welt. Welche Insel wird auch Himmelsfahrtinsel genannt? Okay, wusste ich nicht. Welches Mittelgebirge befindet sich nicht in Titanus? Das Riesengebirge. Zu welchem Land gehört diese Flagge? So, das war jetzt leider falsch. Ich bin beim Auszählen aus Versehen hingekommen. Da kommt immer ab und zu Werbung, das stört ein bisschen, aber sonst ist das Spiel top. Ist ja auch alles falsch. Und ja. Macht und Geld. Wie heißt die Hausmarke der
Richtig! Wie heißt dieser österreichische Politiker? Wilhelm Motter? Nein, schade. Welche besondere Frage kann der Bundeskanzler? Vertrauensfrage. Also denn, 5 zu 2 führen wir, gar nicht schlecht. So, Rena, 1245 hat gespielt. Zum Sport. Wer hält den Rekord für die meisten Punkte in einem... Okay, das hat eine falsch. Wie heißt der Fußballtrainer von Borussia Mönchengladbach? Julian Fafare. Jens Keller war der Trainer vor Di Matteo bei Schalke. Welcher ehemalige Bundesliga-Trainer wurde während seiner aktiven Zeit als Spieler während eines Spiels von einem Schäferhund gebissen? Das war Friedel Rausch. So, also da haben wir 2 Punkte geholt. Also, Rena, falls du das anguckst, wähle nie gegen mich Sport, bin ich gut. Wir nehmen mal Zeugen der Zeit. Wer war? Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung. Deshalb tippe ich auch nur irgendwas an. Entschuldigung. Ja. So, Jevic. Oh, was läuft denn da rund? So, Kinofilme. Wie groß war das Budget für den Film Fluch der Karibik? 300 Millionen Euro, das wusste ich und mein Gegenspiel auch. Welcher Star Wars-Film war der dritte, der ins Kino kam? Lass mich kurz überlegen. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wie viele der X-Men-Reihe? 3. 1, 6. Okay. Fast gewusst. War ja die Hälfte. Ich habe nur die Hälfte von diesen Teilen und von X-Men gesehen. Also von dem her. Also 3-1 führen wir. Denn ist kein Rivale von Batman. Clayface, Toyman, okay. Das weiß ich. Garfield. Okay, also, ja. Falls ihr Quizduell habt und falls ihr gegen mich spielen wollt, ich heiße Mr. Pro-Typ. Nein, Spaß, so heißt mein Kumpel auf YouTube. Apropos YouTube-Kumpel, abonniert ihn bitte. Mr. Pro-Typ, Schleichwerbung. Also auf Quizduell heiße ich Mr. Mobile Fanboy. Ich mag Mr. Mobile Fanboy auf YouTube einfach sehr und deshalb habe ich mich halt so genannt. So, 5 zu 3 führen wir gegen BVB-Fanboy und Wunder der Technik hat er gewählt. Wie viele Umdrehungen pro Minute? 45, hat auch er gewusst. Wer war der erste? Falsch. Apple, nein, Audi. Okay, mal schauen. Ja, nervt. So, 2-1 X weg. So, letzte Runde, wenn wir jetzt da was richtig in Religion. Welcher Planet verbirgt sich hinter diesen astronomischen Zeichen? Der Mars. Nein, nicht mehr. Welche Sternzeichen hat man am 2. Mai? Die Waage. Nein, der Stier. So, ich entschuldige. So, jetzt kann Mr. Nicht Mr. Jetzt kann BVB-Fanboy eigentlich nur noch einen Unentschieden rausholen. Aber ich denke schon, dass er eins falsch hat. Mindestens. So, mal gucken, ob er gleich spielt. Hat er schon Hi zu YouTube gesagt? Nein, hat er nicht. Er hat nicht Hi zu YouTube gesagt. Das geht aber mal gar nicht. So, wir haben 9 Minuten. Wenn er jetzt nochmal schnell spielt, dann können wir noch machen. Irgendwer anders hat aber gespielt. Das heißt, wir können nochmal schnell kurz gucken. Wer hat Schieb im Jahr 1999? Ich wusste nicht. Wer spielte nie in der Wochenshow mit? Oh, das hatte ich nicht gewusst. So,
So, eins hat sich richtig. So, jetzt hat Niklas eins richtig gemacht. Jetzt eins hat er richtig gemacht. Und damit haben wir gegen ihn gewonnen. So, das lassen wir, verschieben wir. Also, gewonnen, Sieg gegen BVB Fanboy. Mal sehen, ob er mich gleich wieder anfragt. So, vielleicht hat er das mit dem Druck nicht umgehen können. So, draußen im Grünen, wir spielen noch schnell eine Runde. Ja, eins hat man richtig. So. Ich drücke schon auf 6. Es reagiert nicht. Also, wir haben gewonnen. Gegen BVB Fanboy. Ja, eine ganze Runde geht so schnell. Also, wie gesagt, falls ihr gegen mich spielen wollt, mit Fanboy, so heiße ich. Und damit verabschiede ich von hier.